So. Jetzt habe ich vergessen, die YouTube-Aufnahme zu starten. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen was. Entschuldigung, aber so viel ist es nicht. Ein bisschen was hat sich verändert, aber so viel war es jetzt nicht. Hier bewegt sich gerade gar nichts. Gestrandete Zwerge, immer noch die beiden hier unten. Immer noch Dori und Srocke. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade wieder das ganze System etwas überfordert, weil ich so viele Aufträge auf einmal gegeben habe. Jetzt bin ich ja gespannt, ob die Lava wirklich nochmal steigt. Weil jetzt ist sie wieder auf einem guten Niveau. So kann sie eigentlich bleiben. So, er baut hier. Ich weiß zwar nicht, was genau, aber... Hängst du jetzt fest? Er hängt jetzt fest. Ich glaube, er hat sich eingebaut. Hat er eine Spitzhacke? Nee. Komm. Jetzt nach unten. Lass dich einfach fallen. Ja, jetzt hat es sich fallen lassen. Sehr gut. Manchmal kriechen die irgendwo rein und kommen nicht mehr raus. Wie Katzen. Eigentlich sind Zwerge mit Katzen sehr verwandt. Hier siehst du. Der macht jetzt einfach mitten vor der Arbeit eine Pause. Ich habe noch ganz viel zu tun. Ich stelle mich jetzt einfach direkt vor die Baustelle und mache eine Pause. Wie eine Katze. So. Machen wir hier mal hoch. Wir müssen dann eh nachher darüber bauen. Ich überfordere die wahrscheinlich gerade schon wieder total. Wenn ich dann hier rüber baue, oder muss ich auch noch ein bisschen höher, oder? Wenn ich eine noch höher gehe? Und dann hier den Bahnhof, dann... Ja, das müsste eigentlich gehen. Wenn ich darüber bauen darf, wenn nicht irgendwas rum im Weg ist. So. So, da vorbei geht auch, sehr gut. Bis zum Bohrer hin. Nice. Und dann können wir hier den Bahnhof hinsetzen. Direkt an den Bohrer ran. Und das hier noch verbinden. So. Hier fehlen immer noch 6 Eisenbahnen. Warum eigentlich? Warum fehlen die? Werden hier keine Barren hergestellt? Schwermetall? Oh, es werden keine Eisenbarren hergestellt. Das ist ungünstig. Die brauchen wir halt. Machen wir mal auf 40 immer. So auf Vorrat haben. So, und wir starten bei 20. Dann gebe ich denen mal höhere Priorität. Ah, es kann so klicken. So. So. Dass da was gemacht wird. Eisen haben wir ja genug. Kupferbarren haben wir auch unendlich viele. Deswegen haben wir auch so viele Kupfererz. Weil es nicht verbraucht wird. Wir müssten einfach... Einfach Kupfersperre oder Kupferwaffen oder so machen für die... Für die Oberwelt?
Aber Werkzeuge könnte man machen. Brauchen die auch immer mal wieder? So, Eisenbahnen haben wir bald genug. Dann müsste die Ding da unten ja fertig werden. Die Gießerei jetzt. Ist unterwegs, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich hätte ich die Brücken hier gar nicht gebraucht. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Baumeister, der uns das hier fertig baut. Hier immer noch fest. Ach ne, jetzt macht er das Faulenste. Aber doch, die sind immer noch am Hängen. Jetzt bin ich gespannt. Hat das was gebracht mit den Pixie-Fallen? Also mit den Speerfallen? Ja, schon, oder? Oder? Boah, Björk rettet gerade die Tür. Gerade so. Sehr gut. Ganz knapp gerettet die Tür. Ist immer noch nicht optimal, aber ich kann nicht... Ich könnte da unten noch ein paar Fallen hinstellen. Ich könnte da einfach Lava hinmachen. Ich mache hier eine Rattengrube. Und die fallen dann in die Lava rein, wobei das wahrscheinlich auch nicht so viel bringt. Ich mache hier einfach mal noch ein paar Fallen. So. Thorin hat gelevelt. Thorin ist übrigens hässlich. Wollte ich nur mal. Soziale Kompetenz minus 40. Ja, das. Ja. Das hat man in den Filmen ja auch gesehen. Vor allem am Ende. Was machen wir denn hier bei ihm? Zwergenfertigkeit, Träger, Last hier. Ach ja, komm. Das schadet ihm auch nicht. Thorin ist hier übrigens eine Frau. Eine Zwergin. Das waren am Anfang, waren das alles Männer irgendwie. Und dann gab es mal einen Patch. Und jetzt sind auch Zwergenfrauen dabei. Die allerdings, wie ich finde, nicht aussehen wie Zwergenfrauen. Also, ich fände es halt cool, wenn die Bärte hätten. So, wie sieht's denn da unten aus jetzt mit unserer Esse? Sie ist fast fertig. Irgendwer muss noch dreimal draufklopfen. Ich schau mal, warte. Kann ich jetzt hier einen Ziegel hinmachen, jetzt wo die Lava weg ist? Immer noch nicht. Wahrscheinlich wegen dem Ding hier. Da jetzt auch nicht. Da oben wird gebaut, sehr gut. Das hier sind wir, da sind wir fertig. Das kann ich eigentlich wieder abreißen. Das brauchen wir gar nicht.
Wird cool, wenn einer von euch hier einmal draufhaut. Mit seinem Bauhammer. Ich laufe immer nur vorbei. Ich mache das mal hohe Priorität. Ich das so machen. Ist sie schon fertig? Treibstoff voll. Jetzt bin ich gespannt. Ich mache hier mal Kupferbarren. Wird jetzt geliefert? Was ist denn das? Ah, jetzt! Jetzt ist sie fertig. Irgendwer hat jetzt noch dran rumgebastelt. Würde mich jetzt auch interessieren, ob die hier... ob die jetzt immer voll ist oder ob das verbraucht wird. Die Gießerei, also mit der Lava hier. Da würde ich hier nochmal eine Schmiede drunter bauen. Oder hier? Ah, ich weiß noch nicht. Hier. So. Kupfer haben wir genug. Huch, was ist jetzt? Achso. Da war ein Angriff von draußen. Vielleicht baue ich hier doch nochmal irgendwas hin. Wegen der Lava. Eine Tür. Machen wir so. Dann würde ich gerne hier so runterbauen. Das hier abreißen. Wenn das abgerissen ist, kann ich hier die letzte Schiene hinbauen, die ich noch brauche. Also warte, die... Ah, die hier habe ich falsch gesetzt. Okay, Moment, die müssen eins höher. Ich hoffe jedenfalls, dass das so stimmt jetzt. So. Ach ja, das geht mit der Tür nicht. Machen wir die Tür nochmal weg. So. Wer braucht das jetzt was? Ah ja, verbraucht. Okay, Treibstoff wird verbraucht. Lava. Wie bekomme ich denn... Bekomme ich denn die Lava? Achso, warte, warum eigentlich nicht so? Ich das hier jetzt wegbaue. Und da drüber einfach eine Brücke. Kleine Steinbrücke oben drüber. Nee, Fußgängerbrücke. Die da brauchen wir.
Können wir nicht überall hinsetzen? Klack, klack, klack. So, mal schauen, ob das was bringt. Wenn die Lava jetzt hier dann hier reinfließt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob das klappt. Die Lava als unendliche Energiequelle genutzt werden kann. Warte, das Schienending hier brauchen wir nicht. Und hier will ich dann einen Bahnhof hinsetzen. Genau. Wäre so cool, wenn die Lava jetzt hier die Gießerei mit Treibstoff versorgen könnte. Na? Nicht unterhalten, bitte weiterarbeiten. Mach mal schneller. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. Und was haben wir jetzt wieder? Ach, die Schleimis? Oh. Dafür brauchen wir noch mal ein paar Fallen. Kann ich das nicht hinbauen hier? Warum? Ist das ein Weg? Also Materials? Material ist ja eigentlich nicht. Material ist normalerweise nicht im Weg, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Erstmal so. Hier noch eine Stachelfalle, geht nicht. Vielleicht wegen der Wurzel, ich weiß es nicht. Irgendwas stört hier. Nicht kein Fisch. So, Treibstoff 0. Obwohl ich Lava hingeleitet habe. Muss die Lava vielleicht innen reinfließen? Oder hier an der Seite rein? Es gibt ja leider keine Lavaleitung oder so. Es gäbe nur das Auffangbecken. Das ich hier hinsetzen könnte. Und mit dem ich Lava ablassen könnte, aber ist halt die Frage. Ob das Sinn macht. Ich würde das schon irgendwie hinkriegen gerne. Weil sonst habe ich die Gießerei hier unten ja völlig umsonst gebaut. Haben wir eigentlich irgendwo Lava? Irgendwo Lava auf Lager. Flüssigkeiten. Lava. Haben wir nicht. Wie lager ich denn Lava?
Ah, sehr gut. Diamanten werden hier abgebaut. Der deckt ja gar nicht alles ab, der Bohrer. Das da oben. Gut, das brauchen wir nicht abbauen hier. Naja, passt schon. So, das Schienennetz hier ist schon fertig. Hier fehlt noch der Bahnhof. Das Teil hier fehlt noch. Hier unten wäre nochmal Lava. Wenn ich da eine Schmiede drauf baue, könnte man das theoretisch ja auch ausprobieren. Das passt nur nicht hin. So. Der kein Treibstoff mehr. Kann das hier mal einer hinbauen hier? Ich beschleunige noch mal. Oh, die Fuhr hat gelevelt. Dann gehen wir hier mal rein. Und als nächstes Träger. So. Zitadellenpilzsporen haben wir keine, oder was? Okay. Wir haben noch ganz viele Zitadellenpilze da oben. Und da liegen die Sporen überall rum, aber... Ja, kommt wieder keiner auf die Idee, die einzusammeln. Und hier haben wir Lava. Ah, dafür verbrauchen wir die ganze Lava, die wir abgepumpt haben. Um die Schwefelsprossen anzubauen hier oben. Das ist natürlich doof. Wenn wir die Lava dafür brauchen, können wir die hier auch nicht. Doch, wir haben sogar Lava, oder? Null. Okay. Okay, dann machen wir das jetzt mal anders. Oder wie mache ich denn das jetzt? Wir brauchen mehr Lava. Wir brauchen einfach ein größeres Lavafeld. Einfach Lava raus. Da oben aus dem Loch. Das ist einfach ein Lavaloch. Hat das jetzt hier aufgefüllt? Deswegen, da kam einfach. Hier kam einfach Lava raus. Ah, ich habe gerade eine Idee. Pass mal auf, wir reißen das hier mal ab. Ist einfach so ein Loch und da kommt Lava raus. Dann bauen wir hier das Auffangbecken drunter. Deswegen wahrscheinlich Auffangbecken, weil das dann auffängt. So. Muss nur noch jemand rankommen. Um das da hinzubauen. Treppe. Kann ich nur nirgends von mir hinsetzen. Aber die Lava, hat die jetzt was aufgefüllt hier eigentlich? Beim Runterfließen?
Wäre halt geil, wenn ich die Gießerei da irgendwie anschließen könnte. Wenn aus diesen Löchern die Lava rauskommt. Haben wir noch mehr Löcher, oder? Von dieser Art. Da oben ist wieder Eis. Hier ist nichts. Flottert da auf einmal Lava raus. Gut, dass wir das gesehen haben. Sonst hätte ich mich einfach nochmal gewundert. Warum... Ups. Warum der Lavapegel wieder erhöht ist. Ach schau, wir bauen hier mal noch eine Falle. Bei der Gelegenheit. So. Kommt da Lava raus? Das heißt, aus den anderen Löchern kommt wahrscheinlich auch irgendwas raus. Okay, dafür sind die Löcher. Muss ja auch erstmal wissen. Ich würde sagen, wir buddeln hier mal weiter runter. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. So. Warum nicht noch weiter? So, geht doch. Und da baue ich irgendwie hin mit machen wir schnell die Holzteppe darüber. Klack, klack, klack. Klack, so. Das hier wird dann abgebaut. Das baue ich auch ab. So. Gut. Ich produziere hier mal noch mehr Kupferbarren. So. Und dann baue ich hier unten mal eine kleine Schmiede hin. Hier einfach auf die Lava drauf. Oder so. So, jetzt die Frage. Warte, so habe ich es oben. Das bringt nichts. Also muss es schon... Muss schon drin stehen. Aber wenn die zwei links abbauen, dann ist wieder ein bisschen zu wenig Lava. Weil ich unten vielleicht auffüllen kann. Warte. Kann ich hier... das hier auffülle, dann steigt die Lava wieder. Was ist denn da? Achso. Deswegen. Da kann ich nicht hinbauen. So. So, schauen wir mal. Feurige Unterwelt, Todesstein. Basalt. Das hier wird gebaut. Es sind nur 4 Kupferbarren nötig, die sind ja schon da. Ah, schauen wir mal. Treibstoff hat er jetzt wieder viel, aber es kann natürlich auch geliefert worden sein. Weiß man jetzt halt nicht. Wird auf jeden Fall immer noch verbraucht, der Treibstoff. Und füllt sich nicht von alleine. Jedenfalls noch nicht.
So, ich mach mal ein bisschen schneller. So, und hier ist die Lava wirklich gestiegen. Dadurch, dass ich hier die Dinger gemacht habe. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Dass die Zwerge nicht umsonst in der Lava stehen müssen dann. Wäre halt cool, wenn dann diese Ornamente hier am Boden anfangen zu leuchten oder so, weil da die Lava durchgeleitet wird. Aber vielleicht erwarte ich auch zu viel. Ist auch schon vorgekommen. Hier kommt bestimmt auch Lava raus. Und fließt dann nach hier unten ab. So, jetzt wird hier fertig gebaut. Und dann wird hier einfach Kupferzeugs geschmiedet. Für die Überwelt. Einfach Kupferspitzhacken oder so. Wie sieht es eigentlich mit unseren anderen Spitzhacken aus? Das brauchen wir nicht mehr. So. Sind fertig. So wie das aussieht. Also müssten jetzt alle unsere Zwerge die Spitzhacken haben. Adamant-Spitzhacken haben. Ja, ja. Oh, geil. Dann würde ich sagen, als nächstes Projekt rüsten wir unsere Zwerge mit Adamant Waffen aus. Das ist die Frage. Äxte wären natürlich wahrscheinlich eventuell das Beste. Gucken wir mal. Äxte mit gekrümmten Griffen. Huch. Achso, die Ratten schon wieder. Aber die Fallen funktionieren diesmal. So, mal schauen, was Äxte hier. Grubenbeil, Axtkopf. Spaltbeil, Axtkopf. Streitaxtkopf. Wir brauchen Streitäxte, oder? Belastbarkeit 200%. Gewicht minus 25, Härte 50%. Aber die haben mehr Härte, aber die haben mehr auch mehr Gewicht und weniger Belastbarkeit. Wert plus 50%. Streitäxte. Komm, wir machen Streitäxte aus Adamant. Oder aus Mithril. Wo ist denn der, warte, wo ist denn der Unterschied? Ich das so sehen? Nee. Müssen wir irgendwo reinschauen. Warte mal. Hauptbuch. Filter. Einen schönen Filter raussuchen. So ein Duckface-Filter oder so. Ah, ich bin mal wieder dumm. So, hier. Wir vergleichen mal Mithril. Das hier. Platin wird nicht so. Ah, weiß ich nicht. Platin. Schwermetall und Adamant. Genau. Die vergleichen wir mal. Die würde ich jetzt. Das geht hier nicht. Wo geht das denn? Wissen? Nee. Wissen haben wir schon alles. Wissen haben wir. Wo geht das denn? Logbuch? Gibt's irgendwas Material? Ah nein, das sind nur die Ereignisse. Uff. Buch der Things. Hier, das sieht doch eher so aus. Basis bauen, herstellen.
Materialeigenschaften. Hier. Okay. Das habe ich. Hätte ich mir vielleicht am Anfang mal durchlesen sollen. Jetzt sind wir schon fast am Ende und jetzt komme ich auf die Idee, mir das hier anzugucken. Oh. Ja, der beeinflusst die Werkzeugfertigkeiten verschiedener Berufe meistens auf positive Weise und erhöht den Stichschaden von Waffen. Okay. Belastbarkeit. Belastbarkeit beeinflusst die Werkzeugfertigkeiten verschiedener Berufe meistens auf positive Weise und erhöht den Schnittschaden. Okay, Axt ist also wichtig. Belastbarkeit. Wert erhöht die Geschwindigkeit von Waffen. Gewicht verringert die Geschwindigkeit von Waffen. Und Werkzeugen erhöht den Schlagschaden von Waffen. Und kann die Werkzeugfähigkeit von Berufen. Okay, das heißt, Axt ist eigentlich gut. Also, Axt muss auf jeden Fall belastbar sein und schwer. Also kann auch leicht sein, dann schlägt halt schneller. Ist auch okay. Materialeigenschaften werden durch Werkzeugkomponenten modifiziert. Genau. Das will ich jetzt eigentlich wissen und Ende. Toll. Ich wollte eigentlich, aber ich wollte, ich habe gedacht. Ich habe gedacht, jetzt sehe ich hier, was die verschiedenen Materialien können. Muss ich die angucken, im Lager wahrscheinlich. Okay, pass auf. Wo haben wir das denn gelagert? Bestimmt. Hier haben wir doch bestimmt was gelagert davon. Achso, ne, warte, da steht's ja auch hinten, ja, doof. Okay, Entschuldigung. Adamant bringt plus 60 Belastbarkeit. Härte war nicht so wichtig. Und Gewicht auch plus 25. Okay. Schwermetall. Gewicht plus 30, plus 50 Belastbarkeit. Aber ich glaube, Belastbarkeit wäre besser. Mithril. Plus 90. Und Platin ist nicht so gut. Eigentlich ist Mithril am besten, ne? Wobei Härte plus 80. Aber Belastbarkeit war das, was wir wollten. Bei der Axt. Oder? Genau, Schnittschaden. Wir wollen belastbare Äxte. Wir bauen jetzt Mithril-Äxte. Hier oben in der Schmiede. Und zwar, das hier breche ich mal ab. Ich glaube, wir brauchen keine Adamantgriffe mehr. Mithril. Gekrümmte. Genau, weil die bringen plus 200 Belastbarkeit nochmal zusätzlich. So, Mithril haben wir gesagt. Da machen wir jetzt 46. Jeder Zwerg bekommt eine Mithril-Axt. Gekrümmter Griff, dann brauchen wir Streitaxt. Kopf. Ups, ein bisschen viel. So, und dann, wenn sie das haben, bauen wir Schlachterbeil oder Holzfäller. Tempo 100%, Stichschaden, Stichschaden bei der Axt. Schlagschaden, Schnittschaden. Schnittschaden plus 70%. Kampfproduktion minus. Kampfproduktion minus. Hä? Hä? Das sind keine Dinger zum Kämpfen, das sind die. Das Werkzeug eines Tischlers und eine mächtige Waffe. In den großen Wäldern von Wenda. Okay, das sind Handelsgegenstände, warte. Das ist Quatsch. Die will ich natürlich nicht aus Mithril bauen. Das ist ja Verschwendung. Müssen wir doch Schwerter machen. Aber Schwerter haben ja auch Schnittschaden.
Was ist denn die beste Klinge? Die nicht. Gekrümmter Griff. Korbgriff. Der Knochenschaft ist ziemlich gut. Dann machen wir das. Wir machen jetzt Schwerter. Aus mit Knochengriffen. Und mit Säbelklingen. Die machen dann am meisten Schnittschaden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und aus Mithril. So. Kriegerschwert, Gladiatorenschwert, Schnittschaden, Stichschaden. Hier, wir wollen das Kriegerschwert haben. Das hat zwar weniger Tempo als das Gladiatorenschwert, hat aber den Schnittschaden und der Schnittschaden ist das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit buffen und das mit einer. Okay, wir haben nichts auf Vorrat. Ich glaube, ich muss. Warte mal. Ich muss warten, bis sie das hergestellt haben, damit ich es oben auswählen kann. Okay, dann macht ihr mal hier die Mithril-Klingen und die Knochenschaft-Dinger. So, weiter. Schafft den Knochenschaft, bitte.